Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauenstream. Heute mal wieder zu einer neunten Runde Yoga. Wir haben heute ein kurzes Programm vor. Und schauen wir mal nach, ob das funktioniert. Wir starten in die Woche. App funktioniert manchmal nicht so prickelnd. So. Machen ein bisschen Musik an. Fang an im Stehen. Erstmal uns ein wenig zu stretchen. Erst auf die linke Seite. Seite. Jetzt sind die Seite schön lang. Seite. Links nicht so die Balance. Moin Lars. So, wir stellen den linken Fuß nach außen, den rechten nach innen und ziehen die Seite lang. Wechseln die Seiten. Ich wünsche einen wundervollen guten Morgen. Rechte Bein in die Hand. Ob es klappt mit der Balance. Ich lese gleich.
Dann wechseln wir einmal die Seiten. Missed your voice. Thanks. And I not understand. So, wir wechseln mal die Seiten. Don't remember you speak English. Gehen wir in den Krieger 1. Bein und der rechte Arm nach oben. Entspannen wir uns einen Moment. Und wechseln die Seiten. Drehen. Es zieht schön in der anderen Seite. So, dann kommen wir etwas nach vorne. Stabiler Stand. Also langsam unseren Oberkörper öffnen zu wollen. Dann nach oben. Ist nichts gerade hier. So. Dann geht's unten weiter. Wieder im Schneidersitz. Bequeme Stellung. Einmal die Schultern wieder lockern uns etwas. Knackt ordentlich. Dann nehmen wir die Handflächen nach hinten, pressen sie zusammen. Ziehen die Arme nach oben und kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Soweit ihr kommt.
mal wieder entspannen. Und wieder anspannen. Wieder entspannen. Arme locker lassen. Dann nehmen wir die Hände nach hinten, öffnen unseren Brustkorb. Schauen nach oben, Schultern zurück. Strecken uns richtig raus. Schließen wir uns, als würden wir einen Baum umarmen. Ziehen den Bauchnabel nach innen, Schultern nach vorne, Rücken nach außen. Außen öffnen, wieder schließen. Öffnen. Wieder lockern. Ziehen einmal die Schultern nach oben, Handflächen nach außen drücken, Schultern anspannen. Die rechte Seite. Auf die linke Seite. Dann nehmen wir das linke Bein wieder nach vorne, Fußspitze nach oben. Atmen wieder durch die Nase ein, durch den Mund aus und entspannen uns auf das Bein. Dann kommen wir wieder langsam nach oben und wechseln die Seiten. Hier wieder ein- und ausatmen. Thank you.
Dann kommen wir wieder nach oben. Legen uns hin. Entspannen wir uns wieder. Nehmen die Knie in die Hand. Bewegen die Füße. Und kreisen die Hüfte. Nur die Hüfte. Nicht den ganzen Oberkörper. Bis in die eine Richtung. Und dann auch mal in die andere Richtung. Entspannen wir uns wieder, ziehen die Hüfte etwas nach innen und packen das rechte Bein angewinkelt auf die Seite, die Arme ausgestreckt und den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Dabei eine kleine Biene. Wechseln wir einmal die Seiten. Das gleiche auch hier. Lass die Hüfte nach innen und das Knie nach außen. Kopf in die andere Richtung. Entspannen wir wieder etwas. Nehmen das Knie in die Hand und ziehen das auf die andere Seite. Bewegen das auch mal bis nach innen und außen.
anderen Seite. Das rechte aus, das linke angewinkelt, die Fußspitzen an die Decke und die Wade durchgestreckt, Bauchmuskeln angespannt, damit die Hüfte nicht absenkt. Entspann uns wieder etwas. Dann stellen wir die Knie hin. Nicht, ob es nur mir nur so geht, aber wenn man mal ein, zwei Tage keine Übung gemacht hat, dann merkt man das schon arg, als würde man wieder von neuem anfangen. Aber ohne Muskelkater. Einmal Seiten wechseln. Auch in der Geraden lassen. Absenken. Und dann die Hüfte einmal komplett durchdrücken. Die Muskeln anspannen. Wechseln. Und einmal entspannen. Ah, nee, Hüfte durchdrücken einmal nochmal. Wir schummeln. Einmal nach oben. Ne, vier Füße nach.
aufstellen. Dann einmal den Fuß durchdrücken in die Wade hinein. Als würdet ihr lossprinten. Nach oben. Und dann ziehen wir einmal das Knie bis zum Kinn. Viermal. Ablegen. Das gleiche auf der anderen Seite genauso. Wade durchdrücken. Bis nach oben. Und wieder zum Kinn ziehen. Oder wie weit ihr es schafft. Genau das habe ich geahnt. Und jetzt muss ich leider los, Leute. Es tut mir leid. Mein Hund bellt auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Vielleicht kommt heute Abend ein Gamevention-Video. Haut rein.